Die Plätze fertig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei... Ja gut, das ist keine neue Runde, sondern wir stellen euch ein Spiel vor. Wir beide sind nämlich jetzt beim Bombenräumkommando. Da wollten sie natürlich nicht die Besten haben, sondern sie wollten uns haben. Ich habe mir den guten Phil genommen als Experten hier. Hallo! Der kann alles entschärfen. Also hier von der Suppe über das Chili-Essen bis zu Bomben. Der kriegt bis alles zum hin. Besten Witz, oder was? Genau. Ich würde sagen, wir taschen uns einfach mal an die erste Bombe hin, oder? Ja, ich bin noch so ein bisschen gespannt, was mich da jetzt so erwartet. Also ich habe ja das Manual jetzt hier vor mir liegen. Jetzt schreiben sie alle. Das ist immer genau in dem Moment, wenn ich aufnehmen will. Dann kommen alle Anfragen. Okay, für alle, die beim Livestream mit dabei sind, ihr könnt übrigens drauf wetten, ob wir das Ganze schaffen werden. Einfach in ich sag nicht. Bett A, wenn ihr denkt, die schaffen das. Oder Bett B, wenn ihr denkt, die schaffen das nicht. Es gibt dolle Punkte zum Gewinnen. Und der Film muss mich jetzt bei diesem Spiel, es heißt Keep Talking and Nobody Explodes, muss er es schaffen, in 5 Minuten mich dazu zu bringen, dass ich die Bombe entschärfe. Und ich sag, wir versagen voll. Ich denke auch, wir versagen voll, aber wir probieren es einfach mal. Ich gehe auf die erste Bombe. Identifier, the first bomb. Description, everybody has to start somewhere. Let's jump, hope it doesn't end here too. Make sure your experts have the manual and are ready to help. Ew. Du hast schon das Manual 241, oder? Ja. Steht auf der ersten Seite. Manual, ja, 241, ja. Okay, nur dass wir auch mit dem Richtigen reden, weil sonst haben wir ein gleiches Problem. Also, wir müssen 3 Module machen. Okay. Dürfen uns 3 Fehler erlauben und haben 5 Minuten Zeit. Okay. Alles klar. Auf die Plätze, fertig. Und ich starte. The screen is for your eyes only. Also, guck nicht den Stream an, gell? Ich bin überhaupt nicht dabei. So, okay. Was hast du da? Gut, also, ich nehme die Bombe her. Ich habe oben 4 so ägyptische Zeichen, habe ich Okay, dran. 4 ägyptische Zeichen, alles okay, klar. Okay, eins sieht aus wie so ein Leuchter, hier so jüdischer Leuchter. Ja. Eins sieht aus wie eine 3 mit einem Teufel und unten so einem Schwanz, dann ein Stern und ein umgedrehtes P. Also mit so einem ausgefüllten. Ja. Die 4 Buttons habe ich. Also was, den Leuchter, das umgedrehte P, diese 3, was noch? Die 3 und ein Stern. Und ein Stern. Das P, ist das nach links gedreht oder einmal nach links gestellt? Gedreht. Nach links nach gedreht links und gedreht. Ausgefüllt. Wie das bei Word, dieses Paragraphenzeichen. Alles klar, dann drückst du zuerst den Leuchter. Okay, ich drück Leuchter, hat geklappt. Dann das P. Okay, hat auch geklappt. Die 3. Ja. Und den Stern. Und hat geklappt. Okay, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 6 Drähte. Blau. Okay, warte. 6 Drähte. Hast du ein gelbes Kabel? Ich habe blau, weiß, gelb, gelb, schwarz, schwarz. Warte mal, wie viel weiße hast du? Einen weißen. Einen weißen, okay. Rote hast du nicht. Nee, sind keine roten mit dabei. Dann das letzte durchschneiden. Das letzte? Den schwarzen? Ja. Hat geklappt. Sehr so, gut. Jetzt habe ich noch einen weißen Button mit Abort. Weißer Button Abort, weißer Button Abort. Achso, so ein Text, oder was? Ja, genau, als Text steht Abort drauf. Also Abbruch. Wir haben noch 3 Minuten, wir sind gut in der Zeit. If the button is blue, ist der blau? Nee, weiß. Okay. If the button is white and there is a lit indicator with label car, hold the button. Ich hab drei Textsachen. SND leuchtet, CLR leuchtet und IND leuchtet nicht. Und ich habe eine große Batterie. Am oberen. Ach du Scheiße. Okay.
Okay, if you start holding the button down, a colored strip will light up on the right side of the module. Ja. Based on its color, you must release the button at a specific point in time. Ja, und wann? White, release when the countdown timer has a 1 in any position. Okay, also ich soll ihn drücken und dir sagen, welche Farbe es hat, oder? Nee, der Button ist weiß. Ja. Und es steht Abort drauf. Ja. So. Hier steht, if the button is blue and the button says abort und ansonsten alles andere. If none of the above apply, hold the button and refer to releasing a held button. Und hier ist es jetzt. Ach doch, ja doch. Ja, welche Farbe hat der? Weiß. Weiß mit abort. Nee, ich meine den Streifen, der da auftaucht, wenn du drauf drückst. Ich drücken ja noch nicht. Soll ich ihn drücken? Ja, drück. Weiß. Dann bei 1. Also wenn der 1 im Display ist. Ja. Ich lass ihn los. Hat geklappt. Wir haben die Bombe! Yeah. Okay, das war die erste Bombe. Scheiße, da kommen noch mehr? Ja, natürlich. Das war jetzt die erste Bombe. Das wird immer schwerer. Ich dachte, jetzt ist vorbei. So, geschafft und alle sind froh, alle sind glücklich und tschüss. Wir sind ein Bombenräumkommando. Es gibt einen Steam-Erfolg, wenn wir 100 Bomben entschärft haben. Achso, aber 100 machen wir jetzt nicht. Nein. Das war unsere erste Folge. Wenn ihr wissen wollt, ob wir morgen genauso erfolgreich sind. Und ja, herzlichen Glückwunsch zuerst mal an alle Gewinner, die jetzt Punkte gewonnen haben. Ja. Und ja, wir schauen uns dann morgen die nächste Bombe an. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, bei uns Pros, ihr habt es gesehen mit welcher Leichtigkeit. Da war keinerlei Aufregung, alles hier roter oder blauer Draht. Ha, kein Problem. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Sei morgen wieder mit dabei. Und wenn du wissen willst, wann es da ist, dann abonnieren. Bis dann, ciao.